Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem neuen Projekt Oxygen Not Included. Ja, wir spielen dieses schicke Spiel auf einem Asteroiden, wo unsere drei, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, Kommilitanten oder so ähnlich, keine Ahnung, gelandet sind und ums Überleben kämpfen müssen. Ja, wir starten da in ein neues Spiel, und zwar Überleben, nicht kein Schweiß, das würde bedeuten Sandbox, und das wollen wir nicht, wir wollen schon überleben. Wir können hier den Asteroiden auswählen, auf den wir gelandet sind. Ich denke aber, dass wir da einfach mal mit einem ganz normalen anfangen, und zwar diesen hier sozusagen. Da sieht man, Terra ist der Name, Promising Location with a Balanced Variety of Resources. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich hatte eigentlich eine deutsche Geschichte angesetzt und dies ist hier das Menü auch, aber hier ist es noch in Englisch, deswegen hat es wohl noch nicht ganz geklappt. Wir haben ideale Verhältnisse da und da starten wir mal rein. Das sind die Koordinaten, die kann man händisch eingeben, das ist jetzt die Frage. Dann machen wir das mal so, oder? Und this world is stable and has no unusable features. Da werden wir das machen. Jetzt würde ich das dann entern. Ja, er sagt so, dass das wohl geht. Wir probieren es mal mit diesen Coordinates und gucken, ob er das macht. Ich glaube schon. Jetzt ist nur die Frage, wie das dann aussieht. Das ist wahrscheinlich wie so ein Seed. Ja, wir sind auf einem Asteroiden abgestürzt sozusagen und versuchen dort wieder wegzukommen. Wir müssen aber erstmal übers Überleben uns kämpfen. Und das sind unsere drei Herrschaften, Duplikanten heißen sie. Und die würde ich jetzt auch ganz einfach so nehmen, wie sie sind. Ja, Betreuung ist Fürsorge, Athletik und Bauen, das ist schon mal gut. Graben ist super, Fürsorge, okay, wir sind dann hier ziemlich gut unterwegs. Gains Nighttime Attribute Bonuses, Nachteule, okay, wir müssen da den Zeitplan ändern. Er hat eine Taucherlunge, das heißt, der Luftverbrauch ist verringert, das heißt, er kann auch unter Wasser länger aushalten und er hat einen Dekorbonus unkultiviert, also ihm ist egal, wie es aussieht, er ist immer happy. So, was ist das Negative? Er ist ein langsamer Lerner, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, kann folgenden Auftrag nicht erfüllen, das ist die Kunst. Und hier haben wir Gastrosophie, ja, kann folgenden Auftrag nicht erfüllen, kochen, okay. Das ist aber alles nicht so schlimm, wir sehen jetzt störerisch, wenn sie in Stress gerät. Jean ist er oder sie? Weiß nicht. Jean könnte Jean von... ich glaube, es ist ein Junge, oder? Keine Ahnung. Sieht man das woanders noch? Wahrscheinlich nachher Hassan und Harold. Ja, Fressattacken, wenn er Stress hat. Fürchterlicher Heuler, wenn er Stress hat. Es gibt dann Wasser unter ihm, aber das werden wir ja alles nicht erleben, weil wir natürlich top das alles hinkriegen. Na, hier ist noch ein bisschen Erklärung, könnt ihr ja lesen. The Delicate Burrow. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, das lassen wir einfach so. Oder? Wie nennen wir The Delicate Burrow? Wir können ihn auch anders nennen, diesen Planeten, diesen Asteroiden. Asteroid. Nennen wir ihn Asteroid. Gut. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, Namen kann man auch ändern, wie ihr seht. Also wenn einer hier rein möchte, dann kann er sich da auch gerne in den Kommentaren melden und dann machen wir das natürlich auch. Legen wir los, die Welt wird kreiert und da sind wir. Ja, man sieht, dass wir Alarm. Okay, die Ressourcen sind knapp und unter... Biodrucker ist meilenweit unter der Oberfläche des Planeten verborgen. Ich muss meinen Duplikanten helfen zu überleben, bevor ich untersuche, was schiefgelaufen ist. Gut. Also es geht erstmal ums Überleben. Wie ihr seht, ich zoome mal ein bisschen rein. Hier kriegen wir mal Meldungen. Hier oben können wir einige Dinge aufrufen, was hier so gerade los ist. Hier unten haben wir Menüpunkte, um auf- und abzubauen. Und da können wir auch noch Details direkter machen, Prioritäten, wer was zuerst macht. Wir müssen aber als erstes mal hier anfangen zu graben. Und wir müssen uns Betten erstellen sozusagen, damit wir erstmal schlafen können sozusagen die Nacht. Und dann brauchen wir noch eine Toilette zum Beispiel, ein Plumpsklo erstmal und so weiter. Das sieht man hier unten alles, das sind die Menüs. Hier sind Leitern, Ziegel, Lagerbehälter,
Hier ist die Sanitärgeschichte, die Toilette, sprachen wir gerade von. Hier sind medizinische Dinge, da muss man sich die Hände waschen, damit man keine Bakterien verteilt. Und Möbel ist das Bett und das werden wir als erstes mal machen, dass wir hier uns erstmal drei Betten hinstellen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr graben dann. Das hier ist Sand, der fällt auch runter, da muss man wohl aufpassen. Wir haben hier Algen. Algen kann man zu Sauerstoff machen, das ist wichtig. Die Sauerstoffproduktion findet hier statt. Die drei Betten haben wir gleich fertig, das ist schon mal gut. Dann sollten wir jetzt gucken, dass wir irgendwo die Toiletten einrichten werden. Bauhöhe ist so 4, ideal eigentlich, glaube. Wir können eine Leiter machen, die auch dann nach unten geht. Hier unten haben wir Wasser, da sollten wir also auf jeden Fall schon mal in diese Richtung uns bewegen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal die Leiter hier hin. Warum geht das da nicht? Müssen wir den erst zerlegen, ne? Okay, dann machen wir das. Gehen dann eine Etage tiefer mit der Leiter darunter und graben da drunter. Erstmal was frei. Machen wir mal so. 7x4, dann haben die was zu tun. Wir können auf jeden Fall schlafen. Achso, wir haben ja eine Nachteule dabei. Das heißt, wir müssen auch den Zeitplan ändern. Irgendwer war die Nachteule. Das ist schön hier angezeigt. Das bedeutet, wir machen einen neuen Zeitplan für die Nachteule. Und zwar müssten wir dann die Nachteule ist Jean. Jean auswählen. Und Jean muss dann nachts arbeiten. Das bedeutet, wir machen das hier zur Nacht. Und das ist der Tag. Jetzt ist die Frage. Es sind 3 Stunden, die da geschlafen werden. Also 3 Einheiten. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen mal das hier so. Wenn die anderen aufstehen, geht sie schlafen, oder? So, dann können wir auch gleichzeitig die Freizeit ändern. Die machen wir dahin. Die Arbeitszeit machen wir dahin. Und dann ist hier Badezeit angesagt. Badezeit machen wir dann so, oder? Ne, machen wir dahin. Und die Schlafenszeit ändern wir gerade nochmal um. Und die Arbeitszeit ist das dann. So, das ist der neue Plan für Jean. Und die anderen sind so erstmal. Das verteilen wir alles ein bisschen, damit die Toiletten nicht so viel gleichzeitig... Jetzt hatte ich noch eine Zeit gemacht, ist aber egal. Die Toiletten nicht gleichzeitig von allen, dann brauchen wir nicht so viele, ne? Wir müssen definitiv jetzt hier schon mal ein Plumpsklo machen. Tendenziell neige ich dazu, 2er zu machen. Jetzt Medizin, da war das Waschbecken, das muss da auch noch hin. Machen wir 2er dahin und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ans Wasser kommen. Da ist auch Wasser. Okay, dann spielt es keine Rolle, wo wir das machen. Dann mal die Leiter raus. Ah, das hat ein bisschen daneben geklappt. Das können wir aber hier wieder abbrechen. Dann geht die Leiter hier weg. Und dann brauchen wir das Wasser noch. Basis war nicht. Sanitär war das Wasser. Dann brauchen wir dann eine Handpumpe. Die ist passend, kommt dahin. Sollte so funktionieren. Ich hoffe, dass da jetzt einer auch hier unten weiterarbeitet. Das heißt, wir müssen die Prio ändern. Die kriegen wir hier geändert. Weil gleich kommt die Schlafenszeit. Und bis dahin müssen wir gucken, dass wir das hier hinkriegen. Hier ist dann auch noch hier die Richtung einzustellen. Das heißt, die sollen sich nur die Hände waschen, wenn sie von der Toilette rausgehen. Na, das machen wir auch noch. So. Nee, so. Jetzt gehen sie raus und dann... Ja, dann ist es so, dass sie dann da... Ne? So, jetzt müssen wir hier noch schneller werden. Kriegen wir das auch zu zweit hin? Wäre schon schön. Wir müssen hier noch den Boden einarbeiten. Ja, machen wir mal hier. Den Boden. Aber Prio soll das hier erstmal sein. Dass wir das vielleicht noch hinkriegen. Da ist noch was runtergefallen, ist jetzt aber nicht so wild. Wichtig ist, dass die hier weiter vorankommen, dass alles gebaut werden kann. Wenn wir das Wasser auch noch kriegen. Das wäre natürlich top, wenn wir die Toiletten noch vorher fertig haben, bevor der Tag zu Ende ist. So, das sieht schon mal prima aus. Dann können wir hier auf jeden Fall
zwei so machen und darunter die Tür machen, dann wird das ein abgeschlossener Raum. Ach, die Tür ist noch gar nicht entdeckt oder sowas. Forschung gibt es dann hier auch noch, ne? Und sowas. So, das läuft erstmal. Wasser wird jetzt, glaube ich, schon geholt. Einmal ist sogar schon drin. Die Toiletten muss man auch entsorgen, etc. und so fort. Und wir sollten dann mal schauen, dass wir hier oben noch ein bisschen was schicker machen. Und ja, irgendwann müssen wir das sowieso umbauen. Das ist jetzt nur für den ersten Moment, dass das läuft, ne? So. Da ist schon einer auf Toilette. Okay. Sie geht jetzt da auf Toilette oder er. Ich weiß nicht, was es ist. Und was passiert jetzt hier? Er isst. Okay, er holt Wasser. Füllt das nach. Ist also auch fertig. Da werden schon Hände gewaschen. Wir sind in der Hinsicht schon mal sicher. So, das ist das Grundgerüst, was wir haben. Flaschenentleerer brauchen wir jetzt noch nicht. Wir sollten dann noch Lagerbehälter haben. Den stellen wir erstmal dahin. Und Möbel waren die Betten. Haben wir was vergessen, was noch sehr, sehr wichtig wäre? Nein. Das Standardgerüst steht erstmal. Jetzt haben wir gerade was Neues. Und zwar geht es um Strom. Wir haben jetzt die Tür bekommen. Dann können wir das da auch zumachen. Und müssten jetzt hier gucken, dass wir hier noch ein bisschen ausbauen und vielleicht das Bett nachher rüberschieben, oder? Ja, sollten wir tun. Wichtig ist, dass wir uns dann auch ums Essen kümmern. Aber erstmal haben wir in dieser Kiste hier oben was drin, ne? So, Sanitär. Strom, ja. Leiterziegel, nee, wir sind jetzt erstmal hier mit Graben noch dran. Ne? Machen wir dann noch ein bisschen weiter. So, die beiden sind schon am Essen. Hier müssen wir einteilen, was da rein soll. Und da haben wir am meisten wahrscheinlich irgendwie Sandstein. War das organisch? Nee, Rohmaterial, oder? Da ist Sandstein. Das soll da erstmal rein. Dann räumen die auch schon was auf. Da wird fertig gebaut. Da auch. Und hier haben wir den ersten Hatch, der da irgendwo aus dem Gestein kam. So, die ersten zwei sind schon am Schlafen, während sie ja die Nachteule ist und sie wird noch ein bisschen weiterarbeiten, denke ich. Oder ist sie in der ersten Runde noch dabei zu schlafen? Nee, aber sie könnte sein, dass es zu viel Krach macht und der gleich meckert, aber muss man erstmal schauen. Noch läuft's. So, das sind so die ersten Schritte, die wir jetzt schon mal haben. Hier kommt der Sauerstoff momentan weg. Und woanders sehe ich nichts. Da gibt es noch so ein Fleckchen dafür. Und hier oben wäre dann noch mehr und hier ist auch viel Hohlraum. So, kartenmäßig kann man hier sehen, wo der Sauerstoff ist. Wir haben hier relativ viel. Hier unten wird es dann schlechter. Der Rot ist natürlich ganz schlecht. Da müssen wir daran arbeiten, dass das besser wird. Dann das Stromnetz, was haben wir noch nicht. Das müssen wir auch bauen. Temperatur-Overlay, es ist ganz alles im grünen Bereich. Alles ist gut. Materialien verschiedene kann man hier anzeigen lassen. Wir haben hier Licht. Nur dieser Dingens hier, sag schon, Biodrucker leuchtet da oben. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Hier gibt es dann Flüssigkeitsoverlay. Da ist Lüftung. Technisch ist das Spiel total genial ausgereift. Dekoration, wie es schick aussieht und so. Hier haben wir Bakterien, die zurzeit überhaupt nicht vorhanden sind, zum Glück. Hier haben wir Nahrungsmittel. Und hier haben wir halt Räume. Und das ist jetzt hier noch aktuell nicht, weil die da nicht zu ist und da auch noch nicht passt. So, Jean ist jetzt am Schlafen und die anderen sind am Arbeiten. Das ist alles okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier oben nochmal was hinmachen. 1, 2, 3, 4. Ja, das können wir schon mal so machen. Dann passt das in etwa. Dann würde ich hier noch ein bisschen was abbauen. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir dieses Bett, ja, müsste man zerlegen, ne? Können wir auch machen, weil das stellen wir dann dahin. Okay, da oben sieht man, dass das sich auch aufbraucht. Hier dieses Feld ist jetzt weg. Und wir müssen uns halt weiter darum kümmern, dass wir hier dann auch, sag schon, Sauerstoff bekommen. So, Sauerstoff, Algen sind dafür ganz wichtig. Zum Glück haben wir hier was und da und überall. Müssen nur aufpassen hier, wo ist dieses Overlay, muss man gucken, dass, wenn man weiter rauszoomt, sieht man,
Hier zum Glück nichts. Doch da sieht man, da gibt's Schleim und der hat bakterielle Kontamination oder wie man es nennen will. Hier ist auch noch irgendwas. Den müssen wir mal irgendwann erforschen, aber erstmal sind wir hier zugange. Gut, das läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht für die erste Runde. Hier ist jetzt gerade was eingestürzt, das müssen wir weggraben, damit er dann auch ans Bett kann. Und Räume haben eine gewisse Größe, die man einhalten muss, damit sie dann auch Räume sind in dem Sinne. Ja, das lassen wir mal so. Da, ich weiß gar nicht, ob sie da dran kommen oder nicht, das ist die Frage. Könnte sein, dass sie nicht da dran kommen, dass das einen zu hoch ist. Wir sind aber erstmal hier guter Dinger, ne? Luftschleuse oder pneumatische Tür setzen wir noch dahin und machen wir dahin und dann machen wir das dazu, dann haben wir vielleicht hier einen Schlafraum. Vielleicht. Die Toilette sollte jetzt auf jeden Fall ein Raum sein. Ja, wie man sieht. Und dann gibt es hier einen Moralbonus, wenn das ein abgeschlossener Raum ist, während die da drin sind. Das ist schon mal positiv. Was immer wieder wichtig ist, dass man auch zuschaut, dass man hier desinfiziert bzw. Schutt wegräumt. Das macht man dann so und dann wird das da angezeigt. Wie ihr seht, den Sandstein, den räumen wir ja hier in die Kiste rein und den Rest noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal noch weitere Container bauen, um die anderen Dinge auch noch aufzunehmen. Ich mache mal eine ganze Reihe gerade hier so hin. So, jetzt müssen wir nur gucken, was hier noch liegt. Sand ist da auch noch. Das bedeutet, wenn der nächste gebaut ist, stecken wir da mal Sand rein. Hier wird schon ordentlich gearbeitet. Könnte sein, dass das gleich doch schon Raum ist, auch wenn die Decke noch nicht fertig ist, richtig. So, die Kiste wird jetzt hier Sand, das ist Filtermaterial. Zack, kommt da rein. Und der nächste, was haben wir hier noch liegen? Erde, können wir organisch, ist glaube ich Erde, ne? Ne, ist Alge. Rohmaterial, ne, was war denn? Nährstoffreiche Erde, da ist es. Haben wir dann auch. Was haben wir dann noch liegen? Sandstein, Sand. Sandstein, Sand. Achso, vielleicht ist es noch weiter unten. Dann Sandstein, Kupfererz. Wo sind hier die Erze? Metallerze sind da. Kupfererz kommt da rein. Gut, dann haben wir das auch erstmal. Dann können die alles aufräumen. Das ist auch wichtig, weil wenn es Sachen rumliegen, finden die das nicht schick. Wenn die es nicht schick finden, dann ne, ist das auch für die ein Problem. So, da, pneumatische Tür da. Da unten können wir noch einen Ziegel anbringen. Der Raum ist dann auch fertig wohl. Ja, das ist auch, wenn da oben was noch nicht fertig ist, die Decke noch nicht schick ist. Dafür haben wir jetzt hier das, nee, Stromnetz nicht. Wir wollten das schicke Layout haben. Wo ist das? Dekorationslayout. Wie ihr seht, sieht es jetzt da noch nicht so toll aus. Müssen wir dran arbeiten. So, das haben wir schon alles in Benutzung. Strom haben wir auch schon. Also Kabel, weil wir Erz gefunden haben wahrscheinlich. Ja, Kupfererz. Hier sind wir mit pumpentechnisch unterwegs. Hier ist nichts Bekanntes Neues und das ist auch nichts. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weitere Dinge organisieren. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Runde. Der Anfang ist getan. Schick aussehen tut es auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das alles in den Griff kriegen, dass das ordentlich läuft. Wie ihr seht, hier wird reingepackt. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier noch reintun können. Dünger, Metallerz, nährstoffreiche Erde, organisch, Rohmineralien. Sandstein hatten wir schon. Ja, die Algen können wir da mal reinpacken. Wenn wir denn welche haben. Momentan haben wir, glaube ich, keine. Gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr weitere Infos kriegt, wenn ich ein Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.